Ganz herzlich willkommen, meine Lieben, zum vierten Part von The Insanity, das sich ja doch als sehr interessantes Spiel erwiesen hat, würde ich behaupten wollen. Tatsächlich kann man hier auch schon ganz ordentlich draufgehen, wenn man in der falschen Situation ist. Die vielen Entscheidungen waren in der Tat auch interessant, zumal die nicht so weder komplett randomisiert noch absolut berechenbar sind. Die Charaktere haben ja durchaus so ihr eigenes Profil und sind alle ein bisschen durch. Und also abgesehen von unserer Begleiterin, die scheint einfach ganz nett zu sein und ganz korrekt. Bei der mussten wir aber auch noch keine großartigen Entscheidungen fällen, außer eben unser Gespräch so ein bisschen zu leiten. Aber das hat auch nicht viel Unterschied gemacht, nehme ich an. Wir hatten ja zwei Versionen, im zweiten und dritten Teil, da konnte man es ja vergleichen. Genau. Und ja, jetzt schauen wir mal, wie es weitergeht. Entsprechend, weiter geht's. Genau, es geht jetzt mit Tag 7 weiter. Offenbar haben wir drei Tage übersprungen. Genau, 4, 5 und 6. Ja. I'm starting to worry about you. Das ist nett. The food ran out yesterday, so don't expect breakfast. Das ist unser Problem, wir haben nichts mehr zu beißen. Did you have the water in the bathroom? Yesterday it almost drained out. We should try to collect it in something just in case. Das ist eine gute Idee, ja. Also ich check mal das Wasser im Bad. Und sofern es dann noch läuft, werden wir gleich ein bisschen sammeln. Gerade Wasser ist dann ja doch nicht ganz unerheblich. Das ist wirklich der Klavierlauf bei Siberia. Müsst das mal vergleichen. Oder vielleicht habt ihr den Song ja noch im Ohr. Wunderbarer Song. So, checken wir es mal aus. Problem. Luft. Da ist kein Wasser. Damn it. Ja. We should have realized this earlier. We can survive without food for a while, but we need water. We have no idea how long we'll be stuck here. Let's look for bottles of water. Let's get water in another suit. Es ist ja irgendwie dasselbe, oder? Achso, wir wollen erstmal nach unserem Bestand gucken, nehme ich an, bedeutet das. Okay. And outside is even more dangerous. Hm. Wir haben das Hotel schon leer geräumt. You can call the watcher. Maybe he can help us with something. Ich will gar nicht wissen, was er dafür haben will. Und nicht von mir. Gut, probieren wir es aus. Wie war denn seine Durchwahl? Ach so, 007. Fällt mir jetzt erst auf. Okay. Ach so, call. So. Ah ja, Security Post. Wie kann ich helfen? Wie geht's? Glück beim Suchen von... Ach so, das war ja eigentlich... genau, wir fragen erstmal, ob er jemanden erreicht hat. Wir hatten ja die Antenne für ihn gedreht. Okay, er hat ein Signal, aber es ist noch wirklich sehr schwach. Er gibt uns Bescheid. Wir brauchen Wasser. Ich bin der einzige Gast, der ständig was zu beschweren hat. Naja, ich glaube, ich bin auch beinahe der einzige Gast. Monster im Gang, kein Wasser, du bist ein furchtbarer Klient. Aber okay, andererseits sind alle anderen Gäste entweder tot oder verrückt. Also es gibt nicht viel zum Vergleich. Also was war es nochmal? Wir haben kein Wasser. Ah, richtig. Sieht so aus, als würde die Notpumpe nicht mehr arbeiten. Die muss neu gestartet werden. Komm runter in den ersten Stock, finde den Sicherheitsraum. Ich bin hinter der Rezeption, ich leite dich von dort an. Oh, ich werde ihn das erste Mal treffen, das wird in der Tat interessant. Kannst du das nicht selber? Das wäre eine berechtigte Frage. Denn ich bin ja beschäftigt. Ich versuche die Kommunikation herzustellen, das ist viel wichtiger für uns alle. Bis später. Okay, er hat aufgehängt, der Feigling.
Richtig, wir müssen Trepp ab. We haven't been out for a long time. I don't even know what's going on there now. Das stimmt. Obwohl, andererseits haben wir doch das ganze Hotel geplündert, oder? Tell you what. I'll go out first and open the door to the stairs for you. You'll wait a little and follow. Okay, also nacheinander. Let's stay separate. This way there will be less chance of being noticed. Das ist ein Argument. Denn wehren können wir uns ja sowieso nicht. Also sie schlägt vor, wir teilen uns auf. Dann sind wir weniger auffällig. Wo hast du gelernt, Schlösser zu knacken? Wo wirst du hingehen? Wo werden wir uns treffen? Ich will sie jetzt nicht in Bedrängnis bringen. Wo werden wir uns treffen? I'll meet you near a reception. If I'm not there, meet me here. Okay, sie ist... Okay, I'll go up first and you'll follow. Walk towards the stairs. Good luck. Na, wenn das mal gut geht. Wäre das jetzt eigentlich anders gelaufen, wenn ich sie Vorräte schicken geholt hätte? An Tag 3? Das war Strom, ne? Habe ich eigentlich Licht? Nein. Achso, ich habe wohl versehentlich an der Tür gerüttelt. Ja, hier sind noch unsere Sprays. Unsere Tags. Ist er eigentlich noch am Leben? Junger Mann, hast du eine Minute? Ich möchte mit dir reden. Was soll ich sonst tun? Klar. Ich arbeite an einer Theorie für die Infektion, aber da gibt es einige Widersprüche. Ich brauche eine unabhängige Meinung. Die erste Frage bezieht sich auf die körperlichen Unterschiede, unterschiedlichen Entwicklungen bei den Opfern. Du hast diese Leute viel häufiger gesehen als ich. Was denkst du, bewirkt diese Unterschiede? Ich weiß es nicht. Chances seem random. Depend on personality. And of infection affects them. Also entweder die Infektionsstärke, die Persönlichkeit des Betroffenen, Zufall oder ich weiß es nicht. Und ganz ehrlich, ich weiß es nicht. Okay, nächste Frage. Einer der ersten Zeichen sind Albträume. So wie ich das verstanden habe, hängen sie von den Erfahrungen des Opfers ab. Aber gibt es auch Überschneidungen? Wasser, seltsame Stimme, der Himmel. Wie soll ich das wissen? Jetzt reden wir über den Stand an körperlichen Veränderungen. Wie deutlich sind sie? People turn to monsters. Ist das so? Verrückt. Okay. Ich habe bereits eine Schlussfolgerung entwickelt. Wir nennen sie die Kondition... Zustand der Infektion. Ich denke, das ist noch nicht so ganz richtig. Wir beobachten eine unmögliche Manifestation von Psychosomatik, okay? Der psychologische Status erzeugt die Veränderung im Körper. Die Naturgesetze erlauben solche Veränderungen nicht. Was immer sie erzeugt, kommt von außerhalb. Ich spreche von einer Dimension mit völlig unterschiedlichen Regeln. Über einen Ort, von dem angenommen wird, er ist so real wie ein physikalisches Objekt. Ich habe nicht genug Daten, um mehr zu sagen. Danke, dass du mir dabei geholfen hast, die Krankheit etwas besser zu verstehen, junger Mann. Eigentlich habe ich ihm gar nicht geholfen, muss man ehrlich zugeben. Er hat sich da einfach was zusammenfantasiert. Okay, dann bin ich weg. Die scheint sich auch verändert zu haben. Und ist zum Glück eingesperrt. Die weiße Lady habe ich lange nicht mehr gesehen. Sie ist da draußen eigentlich aus. Schlimm.
Okay, Etage 2, voller Blut. Und welche... Oh, okay, Mist. Problem. Was meinen jetzt? Ich muss ihn da irgendwie weglocken. Wo soll ich das hinwerfen? Push. Gut. Kann ich da jetzt hoffentlich lang? Kann ich nicht. Ach doch, es war eine Überblende. Ein Glück. Hier geht's ja eigentlich noch. Zumindest sieht man kein Blut. Dafür ein paar Framerate-Einbrüche. Eine Notiz. Er mag es sich selber der Wächter zu nennen. Er sagt, es ist nicht nur ein Job. Ich hab das gleiche Core-Sign, also das gleiche, na, Erkennungsmerkmal aus der Armee. Und er nennt mich einen Slug? Ich glaube, ein Schlappschwanz, ne? Er denkt, ich kann es nicht hören. Warum ist es immer so still? Der Idiot. Tu dies, tu das. Ich weiß, warum du selbst nichts tust, du Radbeiniger. So, offenbar sitzt er im Rollstuhl. Ist aber nicht sehr nett, über einen Rollstuhlfahrer so zu reden. Das erklärt natürlich, dass er nirgendwo hin konnte. Dann war er möglicherweise gar nicht faul. Hatte einfach keine Alternative. Hey, hier sind doch noch Flaschen. Das sieht doch gar nicht so schlecht aus. Das ist der Empfang. Oh, liegt hier was? Nee, war nur Licht. Das war schräg. Nein, Moment, ich habe mich hier verbarrikadiert und es wird nicht so schnell aufgehen. Aber ich bin froh, dass ich dich persönlich höre. Vertraust du mir nicht? Was versteckst du da drin? Lass mich rein. Vertraust du mir nicht? Natürlich nicht. Ich vertraue dir nicht. Hast du jemals deine eigene Stimme gehört? Es klingt, als würdest du einen Text vorlesen. Es ist offensichtlich, dass ich dir nicht traue. Das ist sehr ehrlich. Vertraust du mir denn? Du brauchst nicht antworten. Ich weiß, was du sagen würdest. Du musst zum Flügel mit dem Swimmingpool gehen. Geh in die Haupthalle und dann nach rechts zum Aufzug. Auf der linken Seite wirst du den Eingang zum Pool sehen. Geh dorthin. Du musst den Heizungsraum finden und die Pumpe neu starten. Wie starte ich sie? Die Angestellten haben Instruktionen im Heizungsraum hinterlassen. Du kriegst das schon hin. Sei nur vorsichtig, da sind keine Kameras beim Pool. Also kann ich dir dort nicht helfen. Zuletzt habe ich da auch einiges Gerumpel gehört. Ich weiß nicht, was das ist. Viel Erfolg, Kind. Gut, also runter zur Haupthalle und dann rechts. Da war doch aber alles zugestellt. Oder meinte er hier Aufzug und dann links Pool? Ja, das meinte er. Okay. Das Gerumpel habe ich in der Tat auch gehört und das war sehr befremdlich. Und auch gleich noch einmal. Da muss ich jetzt in den Heizungsraum. Das sind die Toiletten. Dürfte gern ein bisschen heller hier sein. Wer ist die arme Sau? Okay, hier können wir weiter. Sieht aber auch so ein bisschen wie eine Umkleide aus. Die könnte zum Pool führen. Halt getränkte Eingänge für Männer und Frauen mit Umkleide. Das würde ja Sinn ergeben.
Oh mein Gott. Oh shit. Alles so unerfreulich. Ja. Oh Mann. Das ist ja entsetzlich. Okay, wo ist der Heizungsraum? Das ist ein Meer aus Blut. Hoffentlich muss ich nur Fragen beantworten. Gut, da führen alle Rohre hin, das wird wohl der Heizungsraum sein. Oder hier führt das Hauptrohr hin, keine Ahnung, was jetzt richtig ist. Das scheint richtig zu sein. Oder auch nicht, hier geht es nämlich nicht weiter. Gut, hier münden alle drei Rohre. Will ich da rein? Ich weiß es nicht. Ich biege ab. Ich mache hier schon mal zu. Gut, wir haben hier Read a Note. Oh, ich bin eingeschlafen im Heizungsraum. Warum verstehen Sie das nicht? Es ist hier dunkel und keiner kann dich sehen. Die Wassertropfen bringen mir schöne Träume. Das ist nicht hilfreich. Okay, ich brauche die Barzahl. Ach, die kriege ich dann wahrscheinlich aus den jeweiligen Räumen. Da muss ich jetzt nachschauen. Verstehe. Gucke jetzt erstmal bei Blau. Okay, was davon denn? 15, 20, was? 30? Was davon soll ich denn nehmen? Ah, wahrscheinlich das Rohr, was dahin führt, ne? Das ist das mit den Pfeilen. Gut, dann schauen wir mal, wo das Pfeilrohr hinführt. Da geht's weiter. Hier, das ist es. Hier, da hinten. Wer verlegt so Rohre? Da. Da, ich fühle mich veräppelt. Moment, da. Da. Oh mein Gott, 20. Blau ist 20. Blau 20. Können wir schon mal einstellen. Gut, gut. 20. 10. 15. 20. Gut. Nehmen wir das nächste. Da wird wohl irgendwas rauskommen, ne, wenn ich so weit bin. Rot da hinten. Ja. Okay, danke auch fürs Verbrühen. Okay, das Rote gibt es zum Glück nur einmal. Bisher. Ja, das. Junge! Okay. Wo mag wohl meine Gefährtin sein? 10. Rotes 10. Ist aber sehr eindrucksvoll inszeniert, oder? Das hat mich schon mit erschüttert. Okay. Hä? Zehn. Ach,
Falsche Tür. Ja, doch, richtig, ja. Hä? Ach, da. Grün ist 10. Und jetzt könnte ich rot einfach... Das erspare ich mir, oder? Irgendwann wird's schon das Richtige sein. Muss ja nie extra hin. Ah ne, rot war 10, ne? Grün kenne ich noch nicht. Okay, jetzt müsste ich hier nochmal von vorne anfangen. Ach komm, was soll's. Wollen ja alles vom Spiel sehen. Wenn ich jetzt allein spielen würde, wäre das meine Lösung. Gut, schauen wir nach dem Grünen. Hier sehe ich aber nichts. Okay, ich nehme es zurück. Hey, hey, hey. 15. Gibt es hier vielleicht auch irgendwas abzugreifen? Nee, viele Muscle Man und eine Muscle Woman. Obwohl, das ist eher eine Fit Woman. 15 war es, ne? Ich bin so abgelenkt von den schönen Körpern. So, wir haben's. Wir haben wieder Wasser. Und hoffentlich nicht gleich auch noch Gesellschaft. Doch. Ach du Scheiße. Was ist das? Oh, fuck. Lauf, 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 lauf. Soll ich hin? Da nicht. Okay. Rechts, links. Rechts. Okay. Rechts. Gut, mir wird ja der Weg ganz gut gewiesen. Ach du Scheiße. Gut. Da geht's aber auch nicht weiter. Doch, hier. Gut. Kann ich da durch? Wahrscheinlich. Das ist sogar schon Button. Climb. Climb, climb, climb. Mach schon. Gott, das will ich ja nie hinkriegen. Puh. Was ist das? Du bringst mich doch um. Achso. Ich glaube nicht, dass es das schon war. Okay, was soll ich lang? Da nicht. Da auch nicht. Hier? Da? Oh, hier. Gut. Ach ey. Was davon ist der Weg? Der? Oh Mann. Hm. Nee, geht nicht. War den Versuch wert. Geht auch nicht. Geht auch nicht. Was soll ich hier machen? Geht das? Es geht, ein Glück. Bow! Open the bow! Welche? Das? Scheiße, was bist du bitte? Okay. Geht's dir gut? Yeah. Aha. It was something. Ja, etwas Großes. Are you okay? Hm. Was war das? Wie kommen wir hierher? Danke dir. Ja, das passt. Yes. Yes, I'm fine. Thank you. Hm. It looks like a short circuit burned down the fuses. Haben wir jetzt wieder ein Problem? Maybe he knows what to do about it. Ja, wir haben jetzt keinen Strom mehr, ne? Crap. At first there was no water. Now there's no light. It's like I'm home again. Well, at least the pump is working now. Without light, ja. This place looks even more creepy. It seems that someone is watching me.
Talk to the security guy. I'll watch the entrance. Okay. Pass ja auf dich auf. Hast du den Strom abgestellt? Ich wurde angegriffen. Es war ein Unfall. Ich wurde angegriffen. Du hast unsere Verbindung zur Außenwelt abgeschnitten. Ich hoffe, das war es wert. Ja, das war es wert. Ich war gerade dabei, ein Signal rauszusenden. Nun ist alles hinüber. Okay, Kid. Ich muss die Bedienungsanleitung checken und schauen, ob wir das in Ordnung bringen können. Geh zurück auf dein Zimmer. Die Korridore sind jetzt nicht sicher und meine Kameras arbeiten nicht länger. Okay, man sieht sich. Okay, eine neue Vision. Welchen Weg nehme ich denn? Ich bin ja für aufwärts. Sieht hübsch hier aus. Aber hier geht's nicht weiter. Das war die falsche Entscheidung. Na gut. Blub, blub. Da ist sie wieder, die unbekannte Person. Du hast versucht, ihnen zu helfen. Du wärst fast gestorben. Und dann... es wird immer nur schlimmer. Sie behandeln dich wie Dreck. Ich habe das Wasser zurückgeholt für mich, nicht für sie. Du überziehst bei ihrer Reaktion. Sie schulden mir was dafür. Das steht ja... Das habe ich für mich gemacht. Ich wäre doch verdurstet. Das ist richtig. Aber deine Aktionen haben ihnen geholfen. Und sie haben dir nicht mal gedankt. Bevor du dich versiehst, wirst du schon wieder ihre Probleme lösen müssen. Sie können sich nur auf dich verlassen, aber du dich nicht auf sie. Robin is helping me. Ja, das sehe ich auch so. Der Watcher, den kann ich überhaupt nicht einschätzen. Der Priest is hunting monsters, weiß ich nicht, ob das stimmt. Ich muss ihr mal vertrauen. Hier, Robin, hilf mir, das sehe ich so, ja. Sie ist nur bei ihr, weil du sie beschützt. Sie ist ein Dieb. Und du hast es schon bemerkt. Ja, ach Gott, komm. Gibt Schlimmeres. Und du weißt, dass sie etwas noch Gefährlicheres verbirgt. Sie wird dich verraten, wenn du dich auf sie verlässt. Und das wär's dann. Du wirst wieder alleine sein, gebrochen. Dann wirst du dich erinnern, warum du hergekommen bist. Ich will das nicht. Aber vielleicht ist es das wert, sich zu erinnern, wie es ist. Öffne das Ventil. Oh. Okay. Ach, das ist ein Hahn. Ich dachte kurz, da wartet ein U-Boot hinter dem Felsvorsprung. Du, das wird rot. Ist das okay? Wollen wir das so? Klingt jedenfalls nicht so. Tag 8. Hey, can you come in? I'm in the bathroom. Okay. Habe ich im Bett geschlafen? Das schifft sie doch. Warum soll ich überhaupt ins Bad? Ich weiß nicht, soll ich? As you can see, water's on. You did it. Sehr schön. Ja, das war ich. Ich bin ein Held. Die Seife? Die steht direkt neben dir, Kind. Oder was meint sie? Ach, die.
Gerne. I've been wanting to take a shower for a long time. You may not believe it, but when we were kids, we didn't have a shower or even running water inside our house. Ach so, sie hatte früher nicht fließend Wasser und nicht den Luxus, täglich zu duschen. I know it can be wasteful. At least that's what my parents would definitely say. Okay, ihre Eltern meinen auch, das sei viel zu teuer. Genau, aber manchmal können kleine Freuden uns stark genug machen für große Herausforderungen. Ja. Ja, aber du gehst vielleicht erstmal raus, ne? Vielleicht später. Nee, hier stimmt irgendwas nicht. Ja. Ja. So machen wir's. Ich gehe raus und du ziehst dich an. Danke dir. Gut. Oh, der Watcher. Wer ist ich? Dein Kumpel, der Wächter. Warum sollte ich dich sonst anrufen? Ich habe die Ursache herausgefunden. Der Notfallgenerator ist abgeschaltet. Muss neu gestartet werden. Er befindet sich im Untergrund, aber du musst durch das Parkdeck, um ihn zu erreichen. Okay. Nein, ich kann es nicht selbst tun. Frag mich mal. Hab ich nicht. Ich habe den Radiotransmitter fast fertig. Ich muss das fertigstellen. Komm zu mir, ich gebe dir den Schlüssel fürs Parkdeck. Bis gleich, Kind. Gut, dann wissen wir schon mal, wie es weitergeht. Oh, okay. Was hast du vor? Okay. Alles klar, vielen Dank. Und wir machen jetzt hier auch einen Schnitt. Dann wissen wir schon mal, wie es weitergeht. Sind ganz handliche halbe Stunde, Häppchen. John Doe kommt's entgegen, hoffe ich. Und einigen anderen vielleicht auch. Ich bedanke mich an dieser Stelle erstmal fürs Zusehen. Bin sehr gespannt, wie es weitergeht. Wünsche euch alles Gute. Bis zum nächsten Mal.